habe es tatsächlich beim nächsten Versuch geschafft, hier rüber zu springen. Hier gibt es ein bisschen Menschlichkeit. Und da falle ich natürlich sofort wieder runter. Ist aber nicht so schlimm, denn jetzt ist hier hinten tatsächlich nur noch ein Weg, der erkundet werden muss. Und der führt hier lang. Nee, der führt nicht hier lang. Wo führt denn der lang? Ah nee, der führt hier hoch. Und dann führt er hier um die Ecke. Und zwar statt den Weg nach oben zu nehmen, also den großen Rückweg. Das müsste jetzt... Nee, Moment. Fuck. Ich bin doch schon wieder verlaufen. Shit. Oh, so viele Wege gibt es ja gar nicht mehr. Nee. Das passt schon irgendwie. No! Bin ich bescheuert? Ausgerechnet jetzt da dann zu sterben? Bin ich doof? Was ist denn los? Ah, das ist ja wieder... Perfekter Vorzeigetrick. Na schön. Aber jetzt weiß ich ja, dass man hier runter kann. Und schwupps ist man wieder hier unten in dem Gebiet. Und dann müsste ich eigentlich meine Punkte gleich wiederbekommen. Nur die Frage, waren wir hier lang? Also ich glaube, ich bin kein großer Fan von diesen Untiefen. Ah, okay. Hier hatten wir jetzt aber alles abgeklärt. Das heißt, wir können hier gerade weiter. Wow, Scheiße! Scheiße, bewegt sich aber schon noch, ne? Also. So, das sieht jetzt hier etwas endgültig aus, dass die immer erst noch abhauen wollen. Irgendwo da oben war ich. Das ist doch garantiert ein Bosskampfgebiet hier. Sieht doch so dermaßen danach aus. Da unten ist ja auch schon so ein Eingang. Aber umschauen können wir uns ja trotzdem mal. Okay, da geht's nach unten. Es waren jetzt noch nicht alle Wege. Da war noch... durch das Gitter ging es noch durch. Keine Sorge, das habe ich gesehen.
Ich werf nur mal einen Blick. Just taking a look here. Look see. Schwere Armbrust und schwerer Bolzen. Irritiert so ein bisschen. Ich habe ein bisschen das Gefühl. Ja, okay. Da laufe ich in den Bosskampf rein. Das machen wir nicht, bevor ich nicht den Fluch losgeworden bin. Oh, hallo. Hi, Shemai. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Ah, vielleicht hat er... Ja, nee. Hat er nicht. Gerades Kristallschwert. Zeig doch mal deine Werte. C, C, C. Schadensreduktion 50% physisch 150. Wieso ist es dann aber dann minus 64? Also was heißt die hintere Zahl? Weil die habe ich doch jetzt. Also ist mein Krummsäbel so viel besser als das Zeug, was ich jetzt hier kaufen könnte? Wieso schon 190, 150? Ach, aber guck mal, die brauchen... Das sind auch eher schwere Waffen. Da müsste ich viel mehr Stärke haben. Das habe ich so nicht. Standardfall, großer Fall, Holzfall. Da brauchen wir nichts. Was haben wir hier? Oh, das ist aber nicht gerade preiswert, der Kollege. Was haben wir dann? So viel ist es aber nicht. Helm des Weisen. Entschuldigung. Trink mal ein bisschen was und dann gleich geht's gleich so weiter. Giftresistenz. Na gut, die Resistenzen sind ganz gut. Resistenz. Da fällt mir ein, irgendwann muss ich Terminator Future Shock mal spielen. Wenn wir schon bei alten Sachen sind. Sturm des Überwinders, Stiefel des Erkunders. Das ist alles ein bisschen wild durcheinander gewürfelt, oder? Das Problem ist halt, dass ich nicht weiß, wie sehr sich die hochleveln lassen und was ich dafür brauche. I'm afraid I don't see anything here. I'm afraid I don't see anything here. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. Ja, du hast halt nichts, was ich haben will. Schreibt übrigens bitte gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas mit den Objekten falsch verstehe. Ich hatte es unter der ersten Folge schon gesehen, da stand unter anderem drin, dass ich die... Ach, es war schlossen. Blöd. Dass ich die Dings nutzen sollte, die Streitkolben zum Beispiel, um hier so Skelette und sowas anzugreifen. Aber behaltet im Hinterkopf, ich will schon gerne Waffen benutzen, die gut zu meinen Charakterwerten passen. Und ich habe ja mit Absicht das Geschick auch hochgelevelt, um mit dem Bogen verhältnismäßig viel Schaden zu machen und eben auch mit meinem Krummsäbel hier. Also ich bin ja eher ein bisschen in die Richtung spezialisiert. Also das sollte man vielleicht noch ein bisschen bedenken. Ich will jetzt nicht ein Jack of all trade werden.
habe ich aber, glaube ich, hier unten bis zum Bosskampf alles gemacht. Mit Ausnahme von halt der Tür. Aber ich tippe mal, die öffnet sich vielleicht durch den Bosskampf oder so. Weißt du? Jetzt auch nur ein Schuss ins Blaue. Aber ich glaube, jegliche Wege und Gänge und so müsste ich eigentlich abgedeckt haben. Ein bisschen was gibt es schon zurück an Lebensenergie. Na gut, gilt natürlich auch nur, wenn man tatsächlich die Gegner dann auch besiegt. Aber zumindest so für so kleiner ist das schon okay mit dem Ring. Das passt schon. Ich glaube, oben war noch irgendwas, oder? War nicht noch oben irgendein anderer Weg, den man gehen konnte? Oder ist es das hier schon? Nee, das war's tatsächlich. Okay. Na gut, na gut, na gut. Wo ist die Lady? Hier müsste sie sein, oder? Sag mal her. So, und von dir möchte ich... Nein, sie hat das nicht. Doch, hier. Läuterungsstein. Kostet 6000, Alter. Danke. So. Gut, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, was ich machen sollte. Manchmal ist man irgendwie so, hat man so viele Wege und so viele Möglichkeiten, dass man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe diesen Bossgegner da unten in dem Gebiet besiegt. Ich habe hier... Ganz unten wäre ein Bossgegner, den ich mich stellen könnte. Ich habe die Drachenschlucht noch vor mir. Ich habe... Was habe ich denn noch? No. Oh, schade. Ach Mist, dann bin ich ja jetzt da ganz unten. Aber ich habe auch nicht viele Punkte gehabt. Könnte ich theoretisch mal runtergehen zu dem Bossgegner, oder? Mir den einfach mal anschauen. Mehr als absolut schief gehen kann die Lage ja nicht. So. Ich glaube, ein Weg ist noch übrig von dem Gebiet, wo ich dann einmal runtergefallen bin. Ich glaube, da ist noch was als Weg übrig, aber das glaube ich jetzt nicht so wild. Da gehe ich irgendwann nochmal in Ruhe hin. Dann schauen wir doch mal, was hier der Bossgegner sagt. Immerhin ist der Weg schon kurz.
Ach du Scheiße! Ach du verfickte Scheiße! Was ist denn das? Okay. Oh fuck! Der Klaffdrache. Na, aber hallo. Was macht er denn alles so Schönes? Okay, das mag er nicht. what the fuck? Das zählt jetzt aber nicht. Das zählt jetzt noch nicht als Niederlage, würde ich sagen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Geil, was ist denn das jetzt? Das ist ja lustig. Irgendwann erreicht man da mal das Ende der Welt, oder wie? Jetzt, wo ich gerade gesehen habe mit der großen Glut, weiß ich auch wieder, was ich noch machen wollte. Nämlich, so was, wir probieren jetzt mal das andere Schwert. Oder soll ich... Nee, doch, warte mal. Nur aus Gag. Nur aus Gag. Ich wollte noch gucken, wie ich mit der Glut die Waffe anders aufwerten kann. Das ist ja fies. Also einfach durch den Boden durchfallen. Das ist ja gemein. Das zählt nicht. Das zählt nicht, meine Damen und Herren. I cannot accept this. Oh, meine Nachbarn grillen schon wieder. Verdammte Axt. I hate you. So, Monsieur Klaffdrache. Wahrscheinlich sowas trinken sollen, was meine Ausdauer erhöht.
weiß, es ist jetzt nicht gerade elegant und ich habe jetzt auch gerade nichts zu erzählen, aber ich versuche mich ein bisschen zu konzentrieren. Es tut mir leid. Haha, geschafft. Schandstadtschlüssel haben wir bekommen. Das ist Blighttown. Cool. Ja, Entschuldigung, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Da kann man nicht die ganze Zeit erzählen. Da hinten liegt noch was, aber ich hatte recht mit dem, dass das hier das Bosskampfareal ist. Naja, das hat zumindest ein bisschen besser funktioniert als der rote Drache, der irgendwie, keine Ahnung, ob das so sein soll, dass der denn weg ist. Ich weiß es doch auch nicht, meine Damen und Herren. Ich war doch da auch noch nicht. Robuste Lederrüstung, aha. Die Sachen sind natürlich alle ein bisschen leichter. Aber wir haben ja eh gesagt, wir wollen jetzt erstmal die Traglast und Ausdauer ein bisschen hochpushen, damit mein Kollege hier ein bisschen was reißen kann. Jetzt darf das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass ich jetzt sterbe und die Punkte verliere. Das fände ich nicht so gut. Oh, ja, guck mal, noch mit einem Fläschchen noch aus der Sache rausgekommen. Ich will jetzt Punkte ausgeben. 25.000, das hat sich jetzt aber mal echt ein bisschen gelohnt, der
der Drache. Dafür, dass der recht einfach war zu besiegen. Das, weiß nicht, ich hatte, weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding ist bei diesen großen Viechern, wenn die dann einfach halt so ihre toten Spots haben, ihre toten Winkel. Mal da hinten, wo ich stand, da war der jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich. So, was wollten wir hochpacken? Kondition. Ah ne, Moment, wie viel habe ich vielleicht noch was ich... Schau mal, dann benutzen wir doch mal die, alle vier. Ah ne, falsche Richtung. Dafür kann ich doch bestimmt schon wieder... Ne, 9500 brauchen wir. So, und dann schauen wir doch mal. Quatsch. Aber wenn ich den blöden Schlüssel nicht gehabt hätte und mich dann hier jedes Mal nochmal durchkämpfen müsste bis zu dem Boss, das wäre ja blöd. Wo haben wir es? Hier. Zack, zack. So, nächster Halt, der Schmied, oder? Um mal zu schauen, wie ich Krummsäbel und den ganzen anderen Rest aufleveln kann. Ach nee, warte mal, ich wollte gucken, ob ich die Dings aufmachen kann, die Tür. Aber es klang jetzt nicht so, als sei das der Schlüssel für die große Tür da unten. Ich gucke jetzt trotzdem mal. Ich meine, wenn ich jetzt gerade mal eben in der Gegend bin, dann kann ich auch mal kurz nachschauen. Das mit dem Ring, dass der so ein bisschen nach und nach dann doch noch seine Power hier verteilt, das ist ganz, ganz gut, dass man hier noch ein bisschen regeneriert. So kleine Fehltritte immer ein bisschen korrigieren. Hi, Shemai. We meet again. Hat das ja nichts, was ich haben will. Well, that is a shame, but no. Ach doch, das ist doch der Schlüssel dafür. Ah ja, cool. Ich dachte, das wäre vielleicht was mit einem Mechanismus oder so gewesen. Schandstadt. Okay, also wissen wir zumindest schon mal, dass es hier weitergeht. Ja, das war jetzt ein bisschen irreführend. Ich gehe da jetzt noch nicht weiter. Ich will ja erstmal oben zum Schmied und die Waffen aufbessern. Habe ich noch irgendwas in dieser Burg, was ich nicht gemacht habe? Hier sind wir eigentlich fast alle Wege durch. Und der eine Weg, der da und da runterfällt, da bin ich doch auch eigentlich nur... Das ist doch das, da ist nichts mehr. Das ist Quatsch. Brauche ich mich jetzt nicht verrückt machen? Aber diese großen Schlechter, die kommen auch nicht wieder. Sind also scheinbar auch so Mini-Zwischengegner. Zeig mal, ist der weg? Ja. Der taucht bestimmt irgendwo auf. Vielleicht ist er in irgendeinem Bosskampf ein Helfershelfer dann. Das fände ich ja ganz gut.
Schon ist die Lebensenergie wieder voll. Ohne das Gift ist es schon deutlich besser. So, da sind wir wieder. Ein bisschen mehr Licht. Und wir wollen hoch zum... Zu wem wollen wir eigentlich? Wir wollen zum Schmied. Können wir auch einmal durch die Stadt hier gehen. Die hätten mich beinahe gerade mit irgendwas... Weiß nicht, was ist das für ein Symbol? Schauen wir mal kurz in die Stadt, das anzeigen. Mit Blut. Hätten die mich gerade beinahe erwischt. Jetzt aber, wenn man die Animation früh genug ausführt, riesen Vorteil. Sind sogar so ein bisschen gestunt. Wo habe ich jetzt noch was vergessen? Irgendwo habe ich doch bestimmt was vergessen. Einen Weg, den ich nicht sah. Tralalalalala. La. Da kann ich hier hochgehen, oder? Stimmt, einmal durch die Stadt ist das. Einmal bitte durch die Stadt. Ich will mal kurz beim Status was schauen. Zaubereislots habe ich einen. Ich kann nämlich auch irgendwie bei den Leuchtfeuern jetzt die Option benutzen. Warte mal, das kann ich mal hier kurz zeigen. What? Aha! Aha! So läuft nämlich der Hase. Ist er wieder da? Ja, aber gut zu wissen, dass ich ihn also offensichtlich noch nicht besiegt habe, holen wir ihn uns irgendwann später.
Mit dem Angriff ist gut zu wissen, dass er wirklich einen sehr weiten Schritt nach vorne macht. Also, zack, wie weit er da nach vorne geht, ist richtig gut. Also, den Drachen von so rum kriege ich nicht weg. Aber ich kann jetzt mal gucken, was der, ob ich ihn nicht von unten kitzeln kann. Aber er kommt dann immer wieder, oder wie? Tschüss. Das hat schon einfach was, oder? Also... verrückt. Crazy. Ding total gerne aufbessern hier, die Waffe mal, weil sie ist halt, die ist ja noch auf Standard, ne, also die ist noch nicht einmal verbessert worden. Und wir könnten natürlich mal in die Höhle runter gucken, ob nicht die Geister damit jetzt besiegt werden können. Ach mein Gott, so viele Wege, das ist einfach unglaublich. Die können halt auch nichts machen. Das durch die Deckung schneidet von den Truppen. Zack. Das lässt sich auch nicht von einem Dings abhalten, von der Wand. Also wenn ich da mit jemanden haue und der steht irgendwie blöd an der Wand oder ich stehe in einem Gang, kein Problem. Ja, das macht gar nichts. Geilo, geilo, super geil. Da wäre mal die spannende Frage, wie der die gegen die Dings kämpft, gegen die Metall, nee, Steinriesen sind das, ne? Das ist aus Stein, glaube ich. Im Wald da. Weil die haben ja auch ein Schild und wenn man den Schild damit einfach durchdringen kann, wäre das ja super. So, mein lieber Schmiedefreund, dann schau doch mal, was ich hier für schöne, schöne Glut für dich habe. Ah, why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Ja, klar. Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Ach so, man kann die entweder weiter hochleveln oder in was anderes umwandeln. Warte mal. Das wäre dann 128 plus 51. Achso, und das sind die hinten, das sind nochmal die Boni für die verschiedenen Sachen, die ich habe. Das sind die blauen, also für die Attributsboni. Der hat einen stärkeren... Ah, okay, aber... Entschuldigung, da sind die Boni von den Fähigkeiten schwächer, oder? Nee, das würde bei E bleiben. Also Stärke-Attribut würde gleich bleiben, wenn ich das in einen Skimitar umbaue. Nee, der Bonus von Geschicklichkeit würde auf C runtergesetzt werden. Der Grundschaden ist ein bisschen höher. Aber da bleibe ich lieber bei meinem Bonus.
machen. Jetzt brauche ich dann große Scherben für den Chisel. Was würde es denn machen? Ja, schon ganz gut. Und kann ich hier noch... Ja, da fehlt mir halt dieses Funkel-Titanit. Mein Gott, wie gerne ich dieses Inventar ein bisschen leerräumen würde. Guck mal, hier ist eine schwere Armbrust noch mit drin. Aber jetzt haben wir den Dings schon so hoch gepusht. Den Bogen. Dann haben wir hier... Ja, was weiß ich denn, ob das irgendwie... Aber jetzt so mit dünneren Sachen, also die Rüstung, die ich jetzt habe hier, diese Elite-Rüstung, Elite-Ritter-Rüstung, die ist doch eigentlich ganz cool. Da brauche ich auch überall große Scherben. Die gibt es wahrscheinlich dann hier in dem Gebiet einfach nicht so oft. Damit man da nicht die Balance total durcheinander bringt. Die ganzen anderen Krempel würde ich größtenteils weggeben, außer die, die vielleicht noch besondere Boni haben. Dann können wir Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe brauchen wir nicht. Brauchen wir davon, dass wir die hochpushen können? Nö, da... Ach mein Gott, dann gehe ich halt mal zum Schmied zurück. So viele große Scherben werde ich jetzt schon nicht so bald finden. Und irgendwo finden wir wahrscheinlich auch den nächsten Schmied. So, dann haben wir... Sag doch noch was? It was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to two forbidden plains. Sen's Fortress and the Darkroot Garden. They attract all sorts of lunatics. No one as cultured as yourself. It's fine to be undead, but keep a level head, eh? Ah, das ist also Sens Festung. Sens Fortress is an old proving grounds built by the ancient gods. It is the only route leading to the great Anor Londo. Of course, most fools can't even find their way into that fortified death trap. But they won't stop trying. Take that bumbling Sir Onion. Genau, den hatten wir ja schon getroffen. I know little of the Darkroot Garden. Although I've heard rumors of a divine blacksmith who resides there. Those who get stumped in the catacombs seek him for divine weapons. I know little of the Darkroot Garden. Das kennen wir schon. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Dann habe ich da oben jetzt alles erledigt. Das heißt, wir könnten aus Scherz nochmal versuchen, in dem Wald durch diese Pforte zu gehen, die ich für 20.000 Seelen geöffnet habe. Einfach mal zum Gucken, was da ist. Ich glaube, ich bin immer noch nicht so in dem Zustand, dass ich sehr gerne gegen den Dings kämpfen wollen würde, gegen den Typen unten. Schlag da ganz schönen Schaden angerichtet hat. Und tschüss. Aber hier ist der Weg wenigstens nicht sonderlich weit. Ach, warte mal. Nee, wir warten nicht. Ich hätte von ihm mal noch ein paar Pfeile kaufen sollen. Denn dann könnten wir uns mal dieses Schmetterlings annähern. Das mache ich jetzt auch noch. Sorry für den Umweg, aber ein paar Pfeile hole ich mir jetzt noch. Und dann probieren wir mal, was der Schmetterling sagt. Ob man den nicht irgendwie kalt machen kann. Ich
würde natürlich auch super gerne mal diese Hydra angreifen, aber die wirkt irgendwie, also mit diesem, dass ich da nicht nah rankommen kann, das ist ein bisschen doof. Mein Gott, die Figuren, wie geil das aus... Also die Figur, die wirkt auch so 10 Jahre technisch weiter als der Rest der Umgebung. Und was ist es am Ende? Alles Licht-Schattentechnik und ein bisschen Unschärfe. Das macht halt so viel aus. Jetzt gib mir mal hier... Oh, nee, Ausrüstung, Gegenstand kaufen... Gib mir mal hier großer Pfeil. Zack. Don't get yourself killed. Ja, war jetzt ganz schön viel, aber egal. Und wir wollen nicht den Standardpfeil, wir wollen den großen Pfeil. Die Punkte kriege ich schon irgendwo wieder. Schmetterling jetzt loswerden. Schmetter, Schmetter, Schmetterling. Du bist jetzt dran. Dann wird nicht mehr geschmetterlingt. Denn dann bist du tot. Achso, ich habe ja gar nicht. War ja gar nicht vom Bonfire. Die sind ja schon tot. Stimmt, den hatte ich ja gesehen. Der sitzt ja da oben. Da war ja was, da war ja was, da war ja was. Woher gucke ich aber kurz hier in das Gebiet noch rein, ob ich nicht doch irgendwie einen von denen besiegt kriege? Verlassen. Darf jeder mal ein bisschen dran vorbeihauen. Das hat aber eben gerade nichts gegeben an Energie. Das ist schon die Burg, oder? Ja. Was ist das für ein merkwürdiges Gebiet hier? Etwas stärker zu sein. Oder das ist nur der komische Angriff von ihnen. Ah!
Shit, 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 shit. So, der hat 128 plus 48 Hieb drauf. Durch den Bonus von den Attributen. Und der hier hat 80, hat aber dann eben immer noch Magie drauf. Das ist, glaube ich, irgendwie noch zu stark, das ganze Ding. Naja, wenigstens lande ich direkt vor, vor dem Bonfire. So. Und so kann man doch sterben. Denen wäre natürlich wahrscheinlich eher die andere Waffe besser, weil die durch das Schild durchschlägt. Aber ich kann die einzeln anlocken. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann probieren wir es doch einfach mit dem nochmal, indem ich jetzt hier zack wieder die andere nehme. Gern irgendwie runtergeschubst.
einen Versuch, aber ich tippe drauf, dass ich hier irgendwie an einem toten Punkt bin, wo ich noch nicht wirklich weiter kann. Ja, das bringt noch nichts. So ist wahrscheinlich PvP. Deshalb sollte ich wahrscheinlich einen großen Bogen drumherum machen. Nee, das machen wir noch nicht. Aber zum Glück haben wir hier noch einen anderen Weg. Und ich wollte ja auch eigentlich eher zum Schmetterling. Schmetterling! Jetzt haben sie mir doch ein bisschen Gesundheit gegeben. Gesundheit. Schauen wir doch mal. Ob man hier durch die... Also es geht scheinbar auch nicht bei jeder Rüstung. Durch die Rüstung durchkommt. Kann sogar sein, dass das ein bisschen mehr Gesundheit wieder zurückgibt. Obwohl ich jetzt nicht drauf wetten würde. Bevor ich dem in die Arme laufe, mache ich den lieber mal so kalt. Nein, 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 hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Shit. Ja. Das war klar. Aber das ist doch Stein, aus was sie da sind. Oder sind die aus Metall? Katharina-Helm. Typischer Helm der Ritter. Ja. So, jetzt halten wir uns mal nicht hier mit jedem Scheiß auf, sondern gehen einfach mal und kümmern uns um den Schmetterling. Selbst an dem kann man vorbeirennen. Ja, sehr gut. Dann gucken wir doch mal, ob man hier was reißen kann oder nicht. Der Mondlichtschmetterling. Oh, okay, also wenn er den Dreierschuss macht, muss man doch ein bisschen ausweichen. Aber man kriegt den gut runter, so ist nicht. Also, wie gesagt, diese Raketchen sind jetzt ein bisschen schwierig, aber... The rest should work out fine.
Dann düsen wir doch da einfach gleich wieder hin. Das ist auch so eine Sache, die man in dem Spiel erstmal lernen muss, dass man nicht auf dem Weg zum Bossgegner, wenn man sowieso weiß, dass man den jetzt mehrmals macht, halt großartig noch kleine Gegner besiegt. Einfach dran vorbeilaufen. Das geht in diesen Spielen doch meistens. Irgendwann gehen sie ja sogar wieder in ihren Bereich zurück. Treffen ist halt schwierig. Obwohl, ich treffe ja jedes Mal. Warum zeigt er denn das nur unten an? Aber fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Die Seele des Mondlichtschmetterlings eingefangen. Und dahin ist ein neuer Weg frei, der vielleicht aber auch nur ein Weg zurück ist oder so. Ah nee, das führt hier in die Burg rein. Das ist tatsächlich komplett neu. Oh, der war doch jetzt easy. Jetzt könnten sie mir doch theoretisch hier einen Bonfire geben, mit dem ich so ein bisschen Speicher, die ich speich machen kann. Der sah gar nicht so gemein aus, ne? Also der Wachturm-Kellerschlüssel und göttliche Glut und Heimkehrerknochen. Dann war der aber optional, oder? Der Bossgegner? Also, hier führt kein... Aber hat er nicht göttliche Glut? Wollte doch der Schmied irgendwie haben. Damit kann er bestimmt was anfangen. Das geben wir ihm jetzt mal. Vielleicht kann er dann noch stärkere Waffen machen. Er hat ja auch gesagt, hier in diesem Forest gäbe es einen Schmied, der göttliche Waffen herstellen kann. Konnte er nicht wissen, dass der schon tot ist. Versteinert. Aber mit der Glut kann er doch bestimmt irgendwas anfangen. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie bessere Glut als die, die ich ihm schon gegeben habe. Nicht, dass es so nach dem Motto, ach naja, ja, ist auch ganz okay, aber hey, reden wir nicht weiter drüber, ne?
Ja, der killt mich jetzt. Ja, ich hole mir die Punkte schon zurück. Keine Sorge. Dann ist jetzt eigentlich nur noch der Typ unten im Turm. Das Gebiet hier. Und der, die Hydra. Die sind noch übrig. Könnte man sich theoretisch entweder unten den Geistern nähern oder man macht die Drachenkluft oder halt mal am Friedhof vorbei. Da muss man ja auch in diese Schandstadt kommen. Und da war doch auch irgendwas mit Blighttown. Gute Nacht. So, mehr wollte ich jetzt hier aber eigentlich nicht. Dann gehen wir mal zurück und geben dem Schmied diese andere Glut. Mal sehen, was er dazu sagt. Ob er damit was anfangen kann. Könnten wir den hier noch mitnehmen, ne? Die geben echt viele Punkte. Ich glaube, 600 Punkte geben die. Sollte man vielleicht nicht unterschätzen, wie viel einem das bringen kann. Aber das ist ja jetzt nicht so spannend, hier irgendwie ewige Runden zu drehen. Deshalb würde ich mal sagen, den machen wir noch und dann gehen wir zum Schmied und gucken, was der... Nein, shit. So, das war jetzt ein bisschen viel Risiko auf einmal, deshalb weg hier. Also, was haben wir denn noch übrig aus so einem Schmiede? Ich kann mich entscheiden, ob ich nach Blighttown will oder in das Drachental runter. Ich würde halt schon gerne wissen, was in diesem Drachental da an der anderen Seite der Brücke ist. Also, das sah irgendwie ziemlich cool aus. Zack. 10.000 Punkte brauchen wir jetzt schon für einen Levelaufstieg. Das ist gar nicht mal so wenig.
nein. Ist das ein Stück von dem Wald gewesen? Ist das das, wo man runtergeht? Das, was ich total gerne mal hätte von dem Spiel, so eine Art 3D-Karte, wo man sich das tatsächlich mal angucken kann. Also wo man sich den Level sich mal anschauen kann. Also richtig rausgezoomt. Das fände ich ziemlich cool. Das ist das, wo man jetzt oben gekämpft hat, ne? Genau, da ging es hoch zum Turm. Dann könnte das durchaus sein, dass da unten dieses Stück Wald ist. So, zum Glück ist es nicht so weit zum Schmied. Alter, wie weit diese Waffe reicht, ist der Wahnsinn. Ich würde sie ja so gerne upgraden, aber ich habe halt nicht das Material dafür. Ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Ach, guck mal, jetzt ist hier, weil ich die nächste Glut habe. Krummsäbel und göttlicher Skimitar kann ich daraus machen. Der hat dann auch gleich Magieschaden drin. Ah, okay. Hat dann natürlich deutlich weniger Schaden standardmäßig, aber er hat halt Magieschaden. Und das ist ja nun wirklich mal gar nicht so schlecht. Zumal das ja trotzdem deutlich mehr ist, als was ich jetzt standardmäßig habe. Nur ist die Frage, da ist der Bonus auf diesem Bereich halt dann nur noch im D-Bereich. Das ist ja doof. Und Magie habe ich ja nicht hochgelevelt. Scheiße. Ich will so einen Funkeltitanit haben. Verdammte Axt. So, noch irgendwas, was ich mitnehmen muss? Nö, Pfeile haben wir erstmal genug. Waffen verstärken, tralala, tralala, das passt soweit. Das haben wir. Das heißt, wir gehen. Wo gehen wir denn hin? Fahren wir doch mal zurück zum Startgebiet und schauen mal durch die Skelette durch, oder? Gucken mal, was da denn. Ich meine, das haben so einen Weg, den wir so lange nicht gehen konnten. Schauen wir mal, ob wir da inzwischen weiterkommen. Würde ich sagen, mache ich aber erst in der nächsten Folge. Also, bis denn. Tschüss.